Also ich finde das Bürgerfest hier eine super Sache. Die Sonne scheint, die Leute sind gut drauf. Natürlich, eins steht vor der Tür. Am 30. August sind Landtagswahlen in Thüringen. Wir wollen die Nase vorn haben am Ende und am 27. September, auch klar, wird im Bund gewählt. Dann soll Frank-Walter Steinmeier Bundeskanzler werden. Dafür sind wir heute hier, ein bisschen zum Feiern, aber natürlich auch, um über Politik zu reden. Heute schön am ganzen Funken, komm bei uns in Elysium. Wir betreten Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Sehr gut, danke. Ich treffe viele Freunde und Bekannte und schönes Wetter und viele interessante Stände, zwischendurch schöne Musik. Mir gefällt es sehr gut. Vor allen Dingen, dass so viel für Kinder gemacht wird, so viele wirklich schöne Sachen für Kinder auch da sind. Nicht nur die Hüpfburg, sondern eben auch, dass Kinder sich kreativ an der Maltechnik beteiligen können und andere Sachen machen können, finde ich schön. Und dass Politiker hier so, ich sag mal, manchmal so fast nebenbei wichtige Dinge sagen, die man auch noch mitbekommt, das finde ich auch schon sehr interessant. Und ich finde es auch gut, dass es so angenommen wird. Es ist klasse. Ein bisschen heiß, man sucht den Schatten. Und was mir gefällt ist, das sind eben nicht nur Genossinnen und Genossen, die hier sind, sondern es kommen viele Weimarer, die extra zum Fest gekommen sind, um sich zu informieren. Ich warte auf jeden Fall auf Steinmeier noch. Das muss sein. Also ich bin deswegen auch hier. Wir freuen uns hier wirklich bei euch in Weimar zu sein. Weimar gehört nicht nur zu den schönsten Städten unseres Landes. Weimar wächst. Als die Krise losging im vergangenen September, hat Peer Steinbrück gesagt, wir brauchen eine Sicherung der Spareinlagen. Was hat Frau Merkel gesagt? Finde ich auch. Dann, als die Lage schwieriger wurde und als die Renten drohten, gekürzt zu werden, da hat Olaf Scholz gesagt, wir brauchen eine Rentengarantie. Und da hat Frau Merkel gesagt, finde ich eigentlich auch. Als es darum ging, die Arbeitsplätze bei Opel zu retten, haben sie erst ein bisschen gegrummelt, waren mal dagegen, mal dafür. Als sich dann eine Perspektive zeigte, dass das gelingt, hat Frau Merkel gesagt, finde ich auch. Als wir diskutiert haben über das Konjunkturprogramm, als wir diskutiert haben über den Kinderbonus, als wir diskutiert haben über die Umweltprämie, immer dasselbe, erst ein bisschen gegrummelt, am Ende sagt sie, ich auch. Liebe Leute, in dieser ganzen Zeit, seit September vergangenen Jahres nicht ein vernünftiger Vorschlag von der CDU, ideenlos, kraftlos, gelebt haben sie von der Substanz der SPD. Und wer nichts will, liebe Genossinnen und Genossen, der muss auch nicht regieren wollen. Thüringen braucht endlich einen Ministerpräsidenten, der erkennbar ist, der anpacken will, der auch wirklich was gestalten will. Und das, liebe Genossinnen, meine Damen und Herren, das ist Christoph Matschi. Niemand anders als Christoph Matschi ist der richtige Ministerpräsident für dieses Land. Ich bitte Sie herzlich um die Stimme für ihn, um die SPD in Thüringen. Althaus oder Matschi, weiter durchwursteln, noch 5 Jahre oder Aufbruch für Thüringen. Ich will als Ministerpräsident kräftig anpacken, in die Speichen greifen und dieses Land voranbringen. Helfen Sie mit, dass dies gelingt am 30. August mit beiden Stimmen für die SPD. Herzlichen Dank.